Filmfestivals allgemein. Was macht und gerade aber auch die Berlinale so als das große deutsche Filmfestival, was ist für dich so immer noch das, was so den vielleicht das gewisse Kribbeln besonders auslöst? Ich finde immer, das Besondere am Filmfestival ist, dass man die ganze Stimmung der filminteressierten Menschen, die sich in einer Stadt aufhalten, spürt. Und man spürt es auch in Berlin, eine Stadt, die ja so groß ist. Ja, ganz anders ist es, wenn man irgendwie in Saarbrücken ist im Januar beim Max-Ophüls-Festival oder in Hof, wo wirklich irgendwie die ganze Stadt nur von diesem Film lebt, ist auch im Februar in Berlin immer eine ganz besondere Stimmung. Und natürlich dadurch, dass die Berlinale so groß ist, kommen auch große Namen in die Stadt. Ja, es ist einfach irgendwie immer eine wichtige Zeit. Und neben Film wird ja auch ein bisschen gefeiert. Bist du auch jemand, der den ein oder anderen Abendempfang mitnimmt? Oder hast du irgendwelche Tipps, wie ich es schaffe, auch um 8 Uhr noch irgendwie super fit zu sein? Ja, also na klar, es sind so die ersten 5 Tage vollgepackt mit irgendwelchen Terminen. Aber letztes Jahr war ich eigentlich immer ganz früh im Bett, erstaunlicherweise. Guck mal, wie es dich sehr wird. Mal gucken. Mittlerweile auch bei uns in der, also bei uns Magenta TV, Megathek, allgemein Zugriff auf alles, was es irgendwie da draußen an Content gibt, gibt es ja gar keine Möglichkeit mehr, auch an Content von dir vorbeizukommen. Ist das cool, dass man eigentlich alles von dir mittlerweile überall sehen kann? Also was ich schön finde generell, ist natürlich, ist es ein großer Luxus, dass man auf Filme online Zugriff hat, ja, dass man, wenn man was verpasst hat, das ohne Probleme nachgucken kann. Und ich finde, das ist eher was Schönes, dass man Zugriff hat und dass auch Leute, die es nicht gesehen haben oder die woanders wohnen, Zugriff haben auf die Dinge, die man gedreht hat. Was bist du selber für ein Typ zu Hause, wenn du zu Hause schaust? Bist du so mal ein Film, mal eine Serie oder so richtig? Ich bin so richtig. So inwiefern? Ja, ich bin so, dass ich schon Serien einfach auch durchsuchte. Und dann, bei mir leiden die Filme dann darunter. Weil wenn ich eine Serie zu Ende geguckt habe, dann gucke ich auf meine Liste der Serien, die ich als nächstes gucken will, und dann kommt sofort die nächste und Serie. Ja, und dann verpasse ich irgendwie Filme zu gucken. Ich gehe immer noch viel ins Kino, aber auf Netflix sind es dann einfach die Serien oder auf Amazon oder ja. Noch kurz zum Abschluss, Berlinale, hast du so einen groben Überblick, was kommt? Gibt es irgendwas, worauf du dich dieses Jahr besonders freust? Ich freue mich jetzt auf den Film, auf den Eröffnungsfilm. Ich freue mich sehr auf Berlin-Alexanderplatz, wie die meisten wahrscheinlich, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Und ich freue mich aber auch auf, Janis hat ja einen Film, der nicht im Wettbewerb läuft, aber das ist Kids Run, darauf freue ich mich auch. Ich mag das sehr, was Janis macht. Ich freue mich immer wieder auf seine Projekte. Top, vielen Dank, habt eine schöne Zeit. Und wenn Medienbord, wo auch immer, ich komme immer mit dem Bier mal rum. So.